Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Battlefield 2042. Wir sind heute wieder gut für unser Team da und testen Medizin per Lieferung. Jetzt wäre es aber cool, wenn da jetzt wirklich irgendwo wer liegt und du fliegst mit der Drohne hin und heilst sie und fliegst einfach weg. Ja, ich kann ja nicht wiederbeleben, aber ich kann ja heilen zumindest. Das wäre cool. Den Trick muss ich mir merken. Was ist denn mit der hier eigentlich? Jetzt bleibt sie in der Luft hängen. Und das ist... Ja, okay. Mal ganz genau anschauen, was da drin steht. Lifeline, View, Na gut, gehen wir mal. Das dauert jetzt eher eine Zeit, bis wir dort ankommen. Yep. Wo war das damals mit T? Nee. B. Ah ja. Das da. Ich brauche ein Fahrzeug an dieser Position. Ich weiß nicht, irgendwie ist das voll dämlich zum Fahren, aber irgendwie finde ich das auch voll geil. Huch! So! Achso, da brauchen wir ja gar nichts mehr. Eigentlich bei 100 C1. Ich glaube, unser Team ist da gerade ein bisschen zu gut. Haben wir schon wieder alles eingenommen? Ja, es liegt wahrscheinlich daran, dass wir jetzt nur im Spawn waren. Ja, wahrscheinlich. Wir haben Alpha eingenommen. Jetzt müssen wir es mal ändern. Gleich ändert sich die Karte. Und dann kommen wir nicht mehr aus dem Spawn raus. Oh, ganz oben. Ich hoffe, du bist ausgestiegen. Nein, aber aus dem Winkel hätte er dich eigentlich nicht treffen können. Aber kann ich da nicht wiederbeleben. Also. Wie schnell das kaputt ist. Ja, ich meine, einen Panzer draufgeschossen. Ja, aber gleich auf 12 Leben runter? Ist ja schon ein bisschen frech. Was für Rede da? Der. BM7, keine Ahnung, was das für eine Waffe ist. Aber sie ist gut. Scheiße! Ziemlich gut geschossen. Der braucht zwar Ewigkeiten zum... Oh, da habe ich nur noch 10 Schuss. Hoppla. Hast du so ein Munitionsding hier vielleicht? Ah, da liegt... Nein. Ah, doch, da ist was. Ich bin das an. Aua. Ich bin gerade auch einer, also mehr oder weniger. Wo ist denn der? Da liegt ja ein Sniper auf den Dächern schon. So weit sind wir schon. Aber wo ist der, was mich da ansnipert? Auf dem Dach ist er, bei E. Nein, der ist da bei E3 oder sowas. Aber nicht am Dach, sondern an einem Hügel. Oder ist das wirklich der vom Dach? Keine Ahnung, ich sagte nur, E1 ist zumindest einer. Oder E2. Aber so, vielleicht gucken wir mal, der scheiß E3 jetzt da oben ist. Hier jetzt. Okay, das ist eh wer von uns. Achtung, da hinten kommt jetzt noch einer. Bei 3.30. Das ist weg. Aua, bin tot. Ja, das war vielleicht wirklich der Sniper von da oben, tatsächlich. Aber der ist, glaube ich, auch tot, so wie der sich da gerade hinlegt. Glaubst du? So, da ist auch irgendein Feind. Das war eine gute Waffe. Alliierte Verbände sich an Ziel Charlie 1. Was hast du gehört? Die, M, R oder irgendwie sowas. Irgendwas mit D und 7. Die war DM7. Ja, die M7, vielleicht auch das. Die waren wirklich gut. Hat jetzt nicht die Unmengen an Munition dabei, aber wir haben irgendwie auch 10 Schuss gemacht, bis ich mal einen erledigt gehabt habe. Aber dass wir wenigstens schießen können, nicht immer einen Schuss nachladen, einen Schuss nachladen, einen Schuss nachladen. Das Nachladen generell hat irrsinnig lang gedauert, aber dann schießen, das ging. Oje, Tornado kommt. Ich würde übrigens, wollte gerade sagen, weggehen. Kommt jetzt genau auf mich hier, ich hoffe nicht. Aber vielleicht kann ich da nochmal hin und die Waffe liegt noch dort. Den Punkt an Ding? Nein, kann ich. Ja, jetzt. Das müsste ja. PKP.
AC? Nee, leider nicht. Schade. Was machst du? Na, ich habe mal gedacht, vielleicht liegt die Sniper da noch rum. Das ist keine Sniper, das ist ein halbautomatisches Gewehr. Ach so! Na dann. Jetzt glaubst du, das Sniper kann sich durch. Naja, weiß ich ja nicht, was da für eine Zukunft für technische Möglichkeiten gibt. Nein. So in der Zukunft zu spielen, nicht? So, was habe ich denn da jetzt eigentlich für einen Teil? Hoppla, na gar nichts mehr, wenn ich schon wieder tot bin. Ah, von dem da oben, ne? Also von ihr da oben habe ich ja gar nicht gesehen vorher. Okay. Eieieiei, jetzt sind wir ja genau drin in dem Scheiß. So, schnell mal weg da. Gut, nachladen ist vielleicht jetzt suboptimal, brauchen wir auch gar nicht. Ja, da kommt immer noch der. Ich gehe mal! Na, mit dem kannst du ja überhaupt nichts treffen. Ach du Scheiße. Das so, RPG des Todes hier. Aber wer schießt denn jetzt auf mich? Sag ich, von da vorne. Wir sind oben auf der Straße. Ja, ich habe mir gedacht, vielleicht geht es da unten besser, weil das dann oben drüber hinwegzieht oder sowas. Ja, scheiße, da vorne ist wieder ein Snipperino. Eigentlich ein Scope? Ah, tatsächlich. Irgendwer ballert neben mir. Oder geht das alles kaputt wegen dem Tornado? Kann auch sein. Ich habe keine Ahnung. Aber der geht wirklich genau die... Nein, ich bin tot! Genau die Strecke lang. Scheint dir irgendwie zu folgen, ja. Aber in sicherem Abo. Hahaha, mein Mörder ist gerade in den Tornado geflogen. Sehr gut. Das freut mich sehr. So, wo bist denn du? Ach, du bist ja noch hier geblieben. Ich bin die ganze Zeit weggerannt. Ja, aber ich habe schon gesehen, dass er dir folgt. Ich bin nach links gegangen. Vielleicht hätte er es nicht tun sollen, weil davon ist ja nur Feindgebiet. Ich habe einfach gedacht, renn. Ja, sehr gut. Jetzt lass doch mal einen Tornado drüber fegen, dann gehst du hinterher und dann... Ja, der hat sich wahrscheinlich voll den besten Spieler ausgesucht. Ja, natürlich. Jetzt schau ich mal wieder, ob ich eine coole Waffe finde. Jetzt muss ich die Pizze die ganze Zeit nur Waffen. Ja, ich nehme die ganze Zeit Waffen von irgendwelchen Toten hier. Ah, der ist ja da, DXR! Ist das die? Ah, nein. DM7. Ah ja, stimmt. Naja, egal, da kann ich auch mal snipern. Die ist, glaube ich, eine richtige Sniper. Ja, mit meinen Trefferkünsten hier. Nehmt euch, was ihr braucht! Immer unterwegs ziehen. Na, ich setze mal den Rest da weg, also ich versuch's zumindest. Zumindest Schaden gemacht. Wahrscheinlich 10 oder so. Na komm, bring ihn um, dann krieg ich wenigstens Assist. Aua. Da hinten sitzt der Wichser. Was will denn der dort? Ah. Nicht gesehen werden wahrscheinlich. Jetzt habe ich nicht geschaut, was der für eine Waffe hat. Wahrscheinlich genau die gleiche wie ich. Oh, da ist aber jemand, der belebt mich wieder. Dankeschön, mein Lieber. Brauche Zeit zum Nachladen. So, jetzt hole ich mal den Vogel. Wo ist denn das überhaupt schon wieder gewesen? Da. Na komm, zeig dich, trau dich. Kein Plan, wie ich den jemals treffen soll. Feindlicher Jet. Ihre Truppenstärke hat sich halbiert. Problem ist halt, ich habe überhaupt keine Ahnung, in welcher Entfernung ich da schießen soll. Das sind locker mehr als 200 Meter. Schieße ich mal auf 400 Meter.
Huh? Achso, das ist ja unserer. Was ist denn hier passiert? Nee, funktioniert nicht. Aua, 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 Panzer hinter mir, okay. Also ich sollte das Snipern vielleicht aufgeben. Ich komme mal wieder zu dir. Wissen, du bist im E-Teil? Ah ja. Ja. So, in der Großstadt. Das ist ja cool, da geht die Tür hinter dir wieder zu. Das ist Zukunft. Ja. Schau mal. Es ist nicht mehr Zukunft. So, hallo, herzlich willkommen. Hallo. Oben sind schon übrigens Gegner. Bist du irgendwo reingefallen oder warum hast du so viele Blätter? Ich möchte mich in der Wüste tarnen. Oh, da rennt ein galoppierendes Pferd da vorne. Da ist noch einer weiter. Oh! Mach zu die Tür! Leck dich einfach. Ich bin schon tot. Ich lieg da jetzt. Problem ist, ich weiß nicht, ob ich da mitfahre oder nicht. Na, du fährst mit, aber ich kann dich nicht wieder beleben, währenddessen der Aufzug sich. Na, macht da nichts, weil ich. Nein, warum? Na, weil ich habe mir gedacht, ich spawn dann wieder bei dir, bis du wieder oben bist. So. Hättest du. Hallo! Bin wieder unter den Lebenden. Jetzt hätte ich da gar nicht runterfahren müssen. Geh da mit deinem Gebüsch. So, sind ja eh schon alle tot. Jetzt steig ich mal aus. Weiter rechts noch. Schön, schön, schön. Ich liege überhaupt nicht. Oh, von drüben wird gesnippert. Scheiße. Nein, du bist nicht reingekommen. Ja, ich war gerade dabei. Oh ja, beim Hybrid-Visier freischalten. Es ist noch ein Squad-Mitglied da oben. Vielleicht belebt der ja wieder. Achso, der ist auch tot. Okay. Aber es ist auch irgendjemand von uns da oben. Der hat gerade irgendwie mitgenommen, aber eine Drohne schwebt da auch. Ist das deine vielleicht? Ja. Deswegen weiß ich, dass da jemand ist. Kennt jemand nämlich, glaube ich, gleich über dem Aufzug. Hm. Glaubst du, geht das mit dem Hovercraft immer noch, dass man die Wand hochfahren kann? Ich habe keine Ahnung. Ich wüsste es aber ehrlich gesagt nicht, wie ich das hinbekomme. Au. Ich weiß nicht mal, wie man mit einem Hovercraft normal fahrt. Hast du gespannt gemacht. So. Ist das dasselbe Haus? Nein. Na hallo? Los, oder? Ja, sonst so. Unmittelbare Gefahr, sagt, da bin ja nur ich hier. Ja, das ist ja schon unmittelbare Gefahr. Ist ja Wahnsinn. Friendly Fire aktiviert wahrscheinlich. Ist das dasselbe Haus jetzt? Ich weiß gar nicht. Stock 67 oder 61 machen wir. Schauen wir mal, wo wir da rauskommen. Ja! So, ich gehe mal wieder nach hinten. Das Gute ist, da brennt so viel. Einer ist weg. Dass die gar nicht sehen können, wo wir sind. Aua, aua, Nachbardach, Nachbardach. Ich glaube, dein Vorteil ist, dass sie das nicht sehen müssen. Und mit Schalldämpfer weiß eben auch niemand, dass man hier ist. Ich glaube, die wissen, dass wir das sind. Schön, schön. Nein, okay, irgendwer hat es doch gewusst. Zwei sind unten noch drin. Sie sind. Sind es drei. Einer davon ist die Falk, die hat mich erledigt. Und einer ist direkt neben dir, beim Aufzug. Dort, wo ich tot bin. Dann fahr ich gleich runter. Dann fahr ich runter, weil ich hab's. Das brauch ich gleich bei dir, das brauch ich gleich bei dir. Da war ein Lebenspunkt. Amperatots. Hallo? Da. Brauch ich Munition. Komm mal das dahin. Oh, was ist jetzt los? Das war aber nicht ich. Ja, das war es immer. Die haben mich hinaufgerufen. In den Himmel. Ja. Also komme ich jetzt gleich hin. Ja, wisst ihr nicht, es dauert lang, bis wir uns denken.
1, 2, 3, 4 und direkt einem G vorm Aufzug. Also im G halt dieses kleine, weißt du schon? Sie haben Sektor Charlie besetzt. Das Türmchen. Ich spawn nochmal bei dir. Wobei das, glaube ich, hier nicht so viel Schaden macht. Hallo, Amperados, wieso geht denn das nicht? Weil ich gerade im Aufzug bin. Ah. Jetzt geht's. Im Kampf. Was ist denn das für... Messern ist ja so ein Blödsinn in diesem Spiel. Also willst du die Errungenschaft? Nein. Ich bin um den Typen herumgelaufen, der war nicht schnell genug, sich mitzudrehen. Dann habe ich ihn in den Rücken messern wollen. Und der hat nicht die Animation gemacht, der hat einfach einmal ins Nichts gestochen. Obwohl ich ihn direkt angeschaut habe. Wie geht denn das mit F? Ja. Ja, ich hab doch nicht einmal weißt. Da fängt's ja gleich einmal an. Ich glaube, ich tue es aber nicht. Ja, F schaut gut aus. Kann man mit dem eigentlich jetzt nur Schaden machen? Also dass ich jetzt quasi vorbeirenne und dem aber mit dem Messer so eins reinritz? Oder muss ich den dann im Nahkampf erledigen? Aua! Ja, das ist halt... Pickles. Das ist halt das, wo sich das Spiel, glaube ich, auch noch nicht sicher ist. Noch wer? Was ist denn da los? Wer war das jetzt eigentlich schon wieder? Ein Sniper. Das ist ein komplettes Sniper-Nest hier. KA-520 Super Hokum. Also ich Battlefield unbedingt gedacht habe, das ist so eine geile Idee, wenn man einfach jeden Spezialisten ein Scharfschützengewehr geben. Weil da kann ja nichts Falsches dabei raus. Ja, vielleicht ist es auch so ein komisches MG, das ich, ich gehabt habe. Also MG meine ich, nicht halbautomatisches Dings da, weißt du schon. So, ich sniper jetzt auch mal, aber nur mit einem Zweier-Scope. Teufel. Komm, schieß, 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 dass der weg ist. Aua, wo kommt denn der wieder her? Also das Einzige, was das gegnerische Team da momentan kann, ist anscheinend auf die Aufzüge campen. Ja, ist die Frage, ist der Punkt nur oben oder kann man den von unten auch einnehmen? Nein, der ist nur. Wofür liegt denn schon so? Ist das schon wieder dieses Haus? Ne, was anderes gibt's jetzt eh nicht zum Einnehmen. Sollen wir vielleicht mit beiden fahren? Ja, wirklich. Das sind sehr schon fast zeitgleich. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Schon nehmen wir mal das hier. Gegner verletzt! Sanitätsvorräte! Verbündete am Boden! Was zum Teufel ist jetzt passiert? Muss man wieder nach Leiche hat mich gerade mit. Eine Leiche hat mich gerade mit einer Raketenwerfer angeschossen. Ja, das ist eben die Zukunft. Das war die Seele. Leiche. Warte, du bist gerade neben mir gespawnt. Siehst du mich auf? Ich lieg da am Boden. Ja. 20 Meter. Ach so, da hinten. Ich bin da. Du hast nochmal 9 Sekunden. Da. Hier. Du bist da hinten abgeht mit dem Heli. Ich hab den Typen niedergeschossen. Eine Sekunde später hörst du nur BUM und die Killcam geht zur Leiche. Da war übrigens gerade da drin. Hier? In, unten. Da ist niemand. Ja, den habe ich erschossen, aber da kann es sein, dass da noch wer kommt. Das ist schon. Hab den Aufzug. Oh nein, das kann er hier. Ah, jetzt kommt doch noch einer. Scheiße. Ja, wenn du lange genug wartest, wird sicher einer kommen. Ich wollte gerade sagen, wir haben die Hand hier, aber das ist ja meine. Jetzt hat das Messer nicht einmal Schaden gemacht. Jetzt. Oh, was ist denn jetzt los? Es ist vorbei. Diese Schlacht ist gewonnen. Das ist Spiel. Diese Schlacht ist gewonnen. Hui, 743 Punkte. Hallo? Ja, wir haben es nicht mal versucht. Bitte. Das ist zu einfach. Meiste zerstörte Fahrzeuge. Lief gar nicht schlecht, aber ich will nicht angeben. Ihr solltet doch 6 Wiederbelebungen. 6, das war das meiste.
6. Ich hab 7. Hey, wir kamen. Achso, Truppplatzierung, hoppala. Dachte ich schon. Ich hab 7 Wiederbelebung. Im Battlefield 4 hättest du mindestens 20 an dem Punkt. Und dann wärst du immer noch geschlafen. Vor allem, hier sind ja doppelt so viele Leute eigentlich. Und fast jeder spielt einen scheiß Medic. Also. Tja. Na, immerhin, Rang 22. Hallo. Hallo, hallo. Faszinierend. So, jetzt bin ich gespannt. Ich habe irgendein Hybridvisier freigeschaltet. Muss mal gucken, was das ist. Ich habe den zweiten Schalldämpfer freigeschaltet, der genau das gleiche macht wie der erste. Das haben wir mal. Wow. Dahin. So, passt. Leichter Rattlesnake-Griff. Aha. Verkürzt dann auf. Hybrid. Ah, 1,5 bis 3. Das klingt aber gut. Und Umgebungssensor habe ich auch. Das klingt auch nicht so schlecht. Na, schauen wir mal, ob wir da was brauchen können in der nächsten Folge dann schon. Mal gucken. Danke dir auf jeden Fall fürs Zusehen. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter. Neue Runde, neuer Kampf. Hoffentlich dann auch wieder ein Sieg. Mal gucken. Bis dahin. Tschüss.